Tag, Frau Gerber. Mann, da drüben ist ja was los. Die haben keine Kosten und Mühen gescheut. Guck mal, wie viele Leute da schon warten. Und viele alte Kunden sind dabei. Da drüben der alte Herr Hubinger. Und Frau Kollwitz. Und Herr Herzog. Und Frau Buschenhagen. Die hat sich morgens immer ihr Brötchen bei mir geholt. Mit Käse drauf und einem Klacks Mayonnaise. Fürs Büro. Und dort der Herr Meißner. Und da drüben. Oh, die vielen Ballons. Sehen Sie nur. Jetzt steigen Sie hoch. Was steht denn da drauf? Flitzi-Markt ist der Beste. Oh, die sehen toll aus. Ich kann mich da nicht so recht freuen. Baby! Baby! Hallo, Mami. Das ist ja ein Betrieb, da was? Tja, ein Affentheater. Ob die wohl auch diese neue Cornflakes-Marke haben, die im 10-Kilo-Paket? Der soll ja sehr billig sein. Haben die bestimmt, Frau Blocksberg, bestimmt. Ich habe sowas nicht. Nicht so große Mengen. Ach, Frau Gerber, keine Sorge. Wir bleiben Ihnen treu. Ich brauche die blöde Riesen-Cornflakes-Packung gar nicht. Wir holen weiter die losen Haferflocken bei Ihnen. Na sicher werden Sie bald meine einzigen Kunden sein, Frau Blocksberg.